Es vergeht ja im Moment kein Tag, wo wir nicht in den Zeitungen neue Rekorde in Anführungs- und Schlusszeichen lesen über Flüchtlinge, die nach Europa strömen. Ist das sozusagen eine Art biblische Völkerwanderung, die jetzt hier stattfindet? Wir hören 1 Million in einem Jahr nach Deutschland und denken natürlich, dass das viel ist. Ich denke nicht, dass es viel ist, weil der Raum, aus dem die Menschen zu uns streben, zwischen Marokko und Indonesien und dann runter bis nach Kapstadt, 2 Milliarden Menschen hat, von denen, und das glaube ich, ist gar nicht viel, jeder Vierte im Durchschnitt, mal 10%, mal 50%, jeder Vierte will weg aus der Heimat, und das sind halt ungefähr 500 Millionen, die von der Wanderung träumen. Die werden nie alle kommen können, aber man versteht aus dieser Zahl heraus, was der Druck ist, der auch hinter der 1 Million steht, die jetzt gekommen ist. Das sind ja immense Zahlen. Die Studie, die Sie jetzt gerade zitiert haben, spricht eben von etwa 38% der Bevölkerung. Wenn wir jetzt zurückschauen, manchmal kann man ja aus der Geschichte lernen. Zurückschauen, 4 Jahrhunderte, 16. bis Ende 19. Jahrhundert, waren wir Europäer diejenigen, die wanderten. Wir haben sogenannt kolonialisiert. Was ist der Unterschied zwischen früher und heute? Also früher, wir haben die Zahlen für 16 bis 1800, 200 Jahre, sind ungefähr 10 Millionen Europäer ausgewandert. Da hatten die Europäer so viele Kinder, wie man heute in Gazastreifen oder in Sambia hat, 6 bis 7 im Durchschnitt. Und die Europäer sind mit Feuerwaffen gegangen, während die Eroberten Steinzeitwaffen hatten, sodass ein paar hunderttausend Mann ausgereicht haben, ungefähr 80% der Weltfläche zu unterwerfen. Und dann, sie haben ganze Bevölkerungsgruppen ausgerottet. Haben dann ausgemordet und dadurch Siedlungsraum für die Neukommenden geschaffen. Damals gingen im Wesentlichen Bauernsöhne und die brauchten Land. Jeder wollte einen Bauernhof, das brauchte ungeheure Flächen, brauchte nicht allzu viel Qualifikation. Heute kommen die Leute nicht, um einen Bauernhof zu bekommen, obwohl sie schon weggehen wollen, weil sie daheim keinen Bauernhof mehr finden können. Die Leute kommen heute ohne Waffen, in dem Sinne friedlich, aber in Erwartung, in unserer Kultur, in dem ganzen Luxus, in Anführungs- und Schlusszeichen, leben zu können. Man sagt immer, die Hintergründe sind Kriege, aber es gibt, glaube ich, ursprünglichere Gründe, die die Menschen von ihrer Heimat vertreiben. Ja, hinter dem Krieg steht erstmal ein sogenannter Kriegsindex. Ich mache das an der Schweiz klar. Auf 100 ältere Schweizer, die dem Ruhestand zustreben, folgen 80 junge Leute. Also die haben eine Chance, eine wunderbare Chance. Selbst die Faulpelzer haben eine gute Chance. In den Herkunftsländern folgen also im Durchschnitt auf 100 Alte 500 junge Leute. Und auch die ganz fleißig waren, haben eine sehr schlechte Chance, jemals eine Position zu erreichen. Die wollen erstmal nur Wirtschaftsflüchtling werden. Und das ist für uns eigentlich auch nicht so nachteilig, denn die darf man fragen, was habt ihr gelernt, was könnt ihr leisten? Und wenn die natürlich hier nicht unterkommen in der Menge, dann sind sie wieder zu Hause, dann kämpfen 5 um eine Position und irgendwann merken sie, dass sie das nicht schaffen werden, für jeden etwas zu bringen. Und dann gucken sie auf die, die da sitzen und sagen, das sind Sünder, das sind Ungerechte, die haben die falsche Religion, die falsche Hautfarbe und fangen ihren Gerechten, in Anführungszeichen, Krieg an. Und in dem Moment, wo sie den Krieg angefangen haben, sind alle Mitbürger, ob das 10 oder 100 Millionen sind, schutz- und asylberechtigt. Das heißt, das ist der Übergang vom Wirtschaftsflüchtling, der darf nicht kommen, dann fängt er an zu kämpfen und dann ist er asylberechtigt. Und den Asylberechtigten, das ist wichtig, den darf ich nicht fragen, was du kannst. Der darf auch Analphabet sein. Muss ich aus Menschenrechtsgründen aufnehmen. Die Menschenwürde des Analphabeten ist genauso hoch wie die Menschenwürde eines Nobelpreisträgers, selbstverständlich. Also der Ursprung ist die Tatsache, dass es massiv viele junge Menschen in diesen Ländern gibt, die keine Zukunft haben, weil es wirtschaftlich gar nicht genügend Positionen und Arbeitsflächen gibt. Die werden verführbar für Religionen und sind dann für irgendeinen komischen Zweck einsetzbar. Und so entsteht Krieg und so
ganz große Migrationen. Wir haben das Asylgesetz, das 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg von der UNO etabliert wurde als Menschenrecht, dass jeder Kriegsflüchtling aufgenommen wurde. Ist das eine Fehlkonstruktion? Damals hat man Menschen, die aus Osteuropa waren, das plötzlich unter kommunistischen Diktaturen stand und da nicht hin zurück wollten. Da hat man gesagt, die darf man nicht zurückschicken in ihre Heimat, wo sie in den Gulag kommen oder auf sonst eine Weise umgebracht werden. Damals hatten wir 2,4 Milliarden Menschen, heute haben wir 5 Milliarden mehr. 7,4 Milliarden, ja. Das heißt, man hat bei der Etablierung dieses wichtigen menschlichen Gesetzes nicht daran gedacht, dass die Welt bevölkerungsmäßig so explodieren könnte. Nein, das hat sich keiner vorstellen können. Hätte damals einer gesagt, 50 Jahre später kann man 5 Milliarden weitere Menschen überhaupt ernähren, den hätte man aus dem Saal gelacht. Also, die Menschen kommen, sie kommen, weil sie keine Zukunft haben. Wir haben eine Menschenpflicht, sie aufzunehmen. Ist dann die Erstellung von Mauern und von Stacheldrahtzäunen die Lösung? Wir haben halt eine Staatengruppe, die hat Mauern. Das sind im Wesentlichen die ehemaligen Kronkolonien, Kanada, Australien, Neuseeland und alle Ostasiaten von Singapur bis Japan. Japan hat 11 Asylanten aufgenommen im letzten Jahr. 11, ja, Südkorea 84. Das heißt, die wollen in der ökonomischen Weltspitze bleiben oder dahin kommen. Mhm. Und die sagen, das schaffen wir nur, wenn unsere Zusammensetzung so aussieht, dass die arbeiten, die den Wagen ziehen, nicht überlastet werden mit zu vielen, denen sie helfen müssen, die sie versorgen müssen. Also das sind Staaten, wenn ich das zusammenfassen darf, die eine Art Festung sind, aber jetzt nicht mit Mauern, sondern mit den Bestimmungen und die ihre Ökonomie schützen wollen. Ja, das sind Kompetenzfestungen, die versuchen ganz gezielt, Singapur hat das zuerst eigentlich als Staatsaufgabe formuliert, die Gescheitheit, die Intelligenz ihrer Nation zu steigern. Mhm. Weil sie wissen, dass die zukünftige ökonomische Konkurrenz im Wesentlichen über Brainpower geht und nicht über Leute, die gut einen Flug ziehen oder ein Pferd einspannen können. Die anderen Staaten sagen uns, bei uns zählt nicht die Mathematiknote, sondern die Menschlichkeit. Was ist dann die richtige Lösung? Ich glaube, es werden beide Wege gegangen werden, wie sie jetzt schon gegangen werden, vor allen Dingen von Schweden. Und Schweden hat ja diese Entscheidung getroffen. Uns ist die Humanität viel wichtiger als unsere wirtschaftliche Leistungskraft. Und Schweden hat jetzt 15% Migranten und die nehmen 60% der Sozialhilfe. Und die Schweden sind stolz darauf. Mhm. Ob alle stolz darauf sind, weiß ich nicht, aber das ist ein Weg. Und das erlaubt natürlich den jungen Menschen, die die Welt anschauen. Sie studieren ja die Weltkarte wie eine Speisekarte, die jungen Könner. Ja, wo sie hingehen, finde ich eine Möglichkeit? Und wenn die sagen, ich möchte den schwedischen Weg, dann werden sie in eines dieser Länder gehen, das den schwedischen Weg geht. Und wenn sie sagen, ich möchte den australischen Weg, dann werden sie nach Australien gehen. Aber dann müssen sie ein Zertifikat mitbringen, dass sie überhaupt reinkommen. Ja, ich käme nicht mehr rein. Ja. Jetzt, Herr Heinzsohn, ist es ja natürlich so, dass auf der einen Seite die europäischen Staaten junge Menschen brauchen. Wir sind ja ein oder werden zunehmend ein Altersheim. Aber auf der anderen Seite junge Menschen brauchen, die eben auch mit einer Ausbildung die ökonomische Zukunft mithelfen zu tragen. Und diese Staaten wie wir oder Deutschland, Frankreich, Italien haben den Hintern voll Schulden und Sozialleistungen, die wir jetzt schon versprechen und die wir nicht bezahlen können. Wie löst man dieses Problem? Also die EU braucht bis 2050, in 35 Jahren, 70 Millionen Einwanderer, nur um die Ungeborenen auszugleichen. Die Schweiz braucht bis dahin 1 Million Einwanderer, um die Ungeborenen auszugleichen. Also Menschen, die fehlen, weil nicht genügend Neugeborene kommen. Weil die Geburtenrate bei 1,5 ist und nicht bei 2,1. Und diese Länder, von denen wir sprechen, die sind alle in der ökonomischen Spitzengruppe. Und die müssen sich entscheiden, will ich da drin bleiben, dann kann ich nur Könner nehmen. Könner sind sehr knapp. Und ist es mir nicht so wichtig, ich kann da auch rausfallen. Das ist jetzt ein bisschen die Linie in Deutschland. Mhm. Hat, glaube ich, keine Mehrheit. Auch ein bisschen die Linie in Österreich. Hat aber auch
wirklich keine Mehrheit, aber doch eine starke Minderheit, dann können die sagen, wir können eigentlich jeden nehmen. Und wenn wir in einen Zustand geraten, beispielsweise wie Brasilien, dann ist das auch kein Unglück. Nicht? Da fährt man auch gerne hin, das ist ein beliebtes Reiseziel. Was haben Sie als Soziologe für ein Gefühl, welches der richtige Weg ist? Menschen aus wirklich auch Menschlichkeit aufzunehmen und dann das Risiko einzugehen, dass eine Gesellschaft auseinanderbricht, weil die Kulturen nicht zusammengehen oder weil die Brainpower fehlt, um erfolgreich zu sein oder sich abzuschotten? Wer hilft, hilft immer zu wenig. Wenn Sie 1 Million nehmen und 9 Millionen weitere nicht, dann müssen Sie die zurückstoßen und Sie werden Zorn auf sich ziehen. Wer nicht hilft, fällt unter Umständen gar nicht auf. Wir reden nicht über Japan mit den 11 Asylanten. Das ist das Schlimme. Wer nicht hilft, fällt nicht auf. Wie sehen Sie dann die Zukunft? 2 Milliarden Menschen, 38% davon möchte irgendwann mal weg. Ja, heute 540 Millionen, in 35 Jahren 1,2 Milliarden. Dann hat derselbe Raum nicht mehr 2, sondern 3,5 Milliarden Einwohner. Und von denen wollen ungefähr dann 1 Milliarde weg. Dann haben die trotzdem, wenn die alle weg könnten, immer noch 500 Millionen Menschen mehr als heute. Man muss sich das vorstellen. Die werden nicht alle aufgenommen werden. Also was können wir uns vorstellen? Wenn wir in die europäische Geschichte schauen, dann sehen wir, dass während Europäer die Welt eroberten, haben sie sich immer auch zu Hause in Kriegen und Völkermorden gegenseitig dezimiert. Wir sehen das auch heute. In Afrika haben wir seit Vertreibung der weißen Kolonialherren 16 Millionen Tote in Völkermorden und Kriegen. 16 Millionen. Die haben wenig Aufmerksamkeit hervorgerufen. Die Toten im Mittelmeer, die haben endlich Aufmerksamkeit hervorgerufen, die Millionen damals nicht. Ich habe versucht, sie daraus bekannt zu machen. Das war ein völliges Versagen. Das heißt, wir werden dieses beides nebeneinander haben. Wir werden Einwanderung haben für einen ganz kleinen Teil derer, die wandern wollen. Und wir werden ansonsten die Kämpfe, zum Teil furchtbare Kämpfe zu Hause sehen, die wir jetzt ja schon sehen. Sind Sie Pessimist? Ja, in dieser Sache. Aber ich würde sagen, ich bin auch Optimist, weil der europäische Weg, als die Europäer wie eine Mongolenhorde um die Welt sausten, das war 400 Jahre lang. Jetzt glaube ich nicht, dass das 400 Jahre dauert. Also insofern bin ich auch Optimist. Ich glaube, in 50, 60 Jahren sieht es schon ganz anders aus. Wird es dann eine Zeit geben, wo die begüterten, gut gebildeten Europäer auswandern in andere Staaten, ja, das, wie Neuseeland, ja, Australien, ja, Kanada oder Singapur? Ja, ich glaube, die Staaten sind nicht sehr handlungsfähig. Aber die jungen, begabten, beweglichen, die was gelernt haben, die werden die Entscheidungen treffen. Und wenn Australien will 10 Millionen Leute haben bis 2050, ja, einmal die Schweiz und noch irgendwie ein kleines 2-Millionen-Land dazu. Das heißt, dort ist der rote Teppich ausgerollt für alle, die hier das nicht wie der schwedische Weg oder wie der deutsche Weg ausschaut, die nicht auf diesen Weg gehen wollen, die werden dahin gehen. Und vielleicht Menschen, die dort sind, in Australien oder in Kanada, die sagen, das ist furchtbar, wie wir uns benehmen, die werden vielleicht nach Deutschland oder nach Schweden gehen und versuchen, dort mitzuhelfen, die Hilflosen zu versorgen. Wir werden es erleben. Denken Sie, es gibt diese Lösungen halbwegs friedlich für unseren Kontinent? Für unseren Kontinent nein, weil diejenigen, die jetzt Festung sind, die zwingen die anderen zur Entscheidung. Entweder werde ich auch Festung oder ich überfordere meine Leistungsträger, die den Wagen ziehen, mit zu viel Hilfspflichten für die Hilflosen. Und wenn wir die weglaufen, dann bricht das System zusammen. Also wir müssen immer das rechte Auge auf die Hilflosen halten und das linke Auge immer auf die, die dafür bezahlen sollen. Und wenn wir die Linken nicht im Auge behalten und die uns still weglaufen, die protestieren auch nicht laut, die haben überall eine Chance, die können ganz still gehen. Wenn von denen zu viele gehen, wenn einer geht, sind die Steuern für 2 Hilflose weg. Und wenn, kann sich das hochrechnen. Das heißt, die, glaube ich, werden die größten Veränderungen erzwingen, die jungen Leute. Hören die nicht die Jungen, die zu uns wollen, sondern unsere Jungen, die dann weggehen wollen. Ja. Hören die Politiker auf Sie? Also ich spreche zu Politikern. Mein Beruf sind nicht Politiker, es sind Offiziere der NATO. Und die hören das mit sehr gespitzten Ohren.
weil die an der Linie stehen, die wir nur im Fernsehen sehen. Gibt viel zum Nachdenken, aber ich danke Ihnen für diese Auslegeordnung, die uns zeigt, welche Probleme noch zu lösen sind. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Heinzohn. Danke. Dankeschön. Vielen Dank.